Dann darf ich Sie jetzt zu der ersten Nachmittagsrunde begrüßen, die zweigeteilt ist. Wir werden uns in diesem Kreise hier mit Zustand, Perspektiven der betrieblichen Alterssicherung, also mit der zweiten Säule kurz gesagt, beschäftigen. Dazu haben wir zwei kompetente Personen auf dem Podium. Das eine ist Judith Kerschbaumer. Sie ist Bereichsleiterin Sozialpolitik, Gesundheitspolitik bei Verdi, Bundesvorstand, richtig? Sie ist seit 2004 Leiterin dieses Bereiches, zudem Rechtsanwältin, Autorin, Dozentin mehrerer Bücher zum Thema. Sie war ab 1997 bereits Referatsleiter für die Bereiche Alterssicherung und soziale Sicherung im Ressort Sozialpolitik beim Bundesvorstand der DAG. Es findet sich also in diesem Bereich der Gewerkschaften kaum eine kompetentere. Daneben sitzt Heribert Karch. Er leitet die Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung. Er ist seit 2001 Geschäftsführer der Metallrente GmbH, dem heute größten branchengreifenden industriellen Versorgungswerk in Deutschland. Er war maßgeblich am Gründungsprozess dieses Versorgungswerkes, einer gemeinsamen Einrichtung der beiden Tarifparteien Gesamtmetall und IG Metall, beteiligt. Er hat sich sozusagen das eigene Lebenswerk geschaffen. Seit 2011 ist Heribert Karch außerdem Vorsitzender des Vorstandes der Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung, aber. Ja. Man könnte einleiten, nach dem, was wir heute Morgen bereits festgestellt haben, ja sagen, dass die betriebliche Altersvorsorge derzeit ziemlich unter Druck steht, und zwar, würde ich mal sagen, in fünffacher Weise. Seit ihrer Einführung, also vor allen Dingen seit Einführung der staatlichen Förderung durch Entgeltumwandlung im Jahre 2002, hat die Entwicklung an den Kapitalmärkten zu sinkenden Renditen und in der Konsequenz zu Verträgen mit niedrigeren Rentenerträgen geführt. Das ursprüngliche Versprechen konnte nicht eingehalten werden. Sie leidet zudem unter einem eklatanten Akzeptanzverlust, wenn man den Umfragen glaubt, generell bei den Beschäftigten, aber vor allem bei den unteren Einkommensgruppen, denen sie vor allem nutzen sollte. Als Fazit könnte man sagen, die Erwartung, dass die BAV die politischen gewollten Leistungsverluste der gesetzlichen Rentenversicherung kompensiert, haben sich nur für bestimmte Einkommensgruppen erfüllt. Tröstlich daran ist allenfalls, dass die Riester-Vorsorge diese Erwartung noch schlechter erfüllt. Viertens, generell führt das zu dem Ergebnis, dass der deutsche Rentenversicherte im internationalen Vergleich eher unter- denn überversichert ist und in seinem Alter unterversorgt ist. Fünftens, dieser magere Erfolg wurde erkauft um den Preis eines Systemfehlers. Die Förderung der betrieblichen Altersvorsorge durch Entgeltumwandlung geht sowohl für den einzelnen Versicherten als auch für die versicherte Gemeinschaft zulasten der gesetzlichen Rentenversicherung. Frau Kerschbaumer, Herr Karch, ist das Krankenbild vollständig oder fehlen da noch wesentliche Bestandteile? Ich würde von einer... Ich würde von einer teilweisen Fehldiagnose sprechen. Und ich warne davor, wenn man den Kopfschmerz nicht richtig verortet hat, gleich Tabletten zu verschreiben. Und mit dem Bild würde ich nachher weitermachen, aber ich lasse gerne Frau Kerschbaumer den Vortritt. Ich glaube, es ist kein Wunder, dass ich eine etwas andere Meinung habe. Ich würde das gerne anhand dieser Zahlen belegen und würde gerne damit anfangen. Gerne. Ja. So, einen wunderschönen guten Nachmittag. Ich vertrete heute hier unter anderem auch Verdi. Verdi als Gewerkschaft mit einem Anteil von Frauen von 51,5% hat es sich auch zur Aufgabe gemacht, Maßnahmen, Vorschläge, Reformvorschläge daraufhin zu überprüfen, wie wirken sie auf unsere Mitglieder, auf Frauen, auf Männer, auf Geringverdiener, auf Besserverdienende. Und deshalb habe ich ein paar Zahlen mitgebracht, um dann die Frage zu überprüfen, klappt es denn mit der betrieblichen Altersversorgung so, wie wir es uns vorgestellt hatten 2001. Ganz kurz vorher zur Beschlusslage.
Wir sind auch der Meinung, dass die erste Säule, die gesetzliche Rentenversicherung, die Hauptsäule im System der Alterssicherung bleiben muss und weiter verbessert und ausgebaut werden muss. Mit der betrieblichen Altersversorgung, gesetzliche und betriebliche, die wir als bessere Alternative zur privaten Altersvorsorge halten, wollen wir Lebensstandardsicherung garantieren. Beides zusammen. Deshalb achten wir und fordern Maßnahmen, die die betriebliche Altersversorgung in der Fläche verbreitert. Und dazu habe ich ein paar Zahlen mitgebracht, die aus dem Ministerium kommen, aus einem BMAS-Forschungsbericht vom Dezember 2012. Und Sie können rechts und links einen Blick drauf werfen. Betriebliche Altersversorgung funktioniert derzeit in großen Unternehmen, in denen mehrheitlich Männer arbeiten, dort, wo bereits relativ hohe oder gute Einkommen erzielt werden und wo Betriebsvertretungen gut und stark vertreten sind. Da haben wir relativ flächendeckend in dem Bereich eine gute betriebliche Altersversorgung durch Tarifverträge. Da, wo es nicht funktioniert, und es hängt sehr stark an der sozialen Strukturierung, an der Bildung, am Einkommen, ist dort, wo überwiegend Frauen arbeiten, dort, wo kleinere Unternehmen sind, im Schnitt bei unter 200 Beschäftigten und nach Branchen noch eine Unterscheidung. Ich habe hier jetzt mal die Zahlen mitgebracht. Männer, Frauen, und zwar Verbreitung und Höhe der Anwartschaften. Denn von der Verbreitung sofort auf eine Höhe der Anwartschaft zu schließen, ist schwierig. Und wenn ich nur eine Betriebsrente von wenigen Euro habe, dann nützt mir das zum Lückenschließen überhaupt nichts. Deshalb nochmal Männer, Frauen, 46% bei den Männern, 31% bei den Frauen. Und hier ist auch nochmal eine deutliche Unterscheidung in alte und neue Bundesländer. Das sehen Sie in der Klammer drunter an den Zahlen. Bei der Höhe der Anwartschaften kann man im pauschal sagen, Frauen haben etwa die Hälfte der Höhe der Anwartschaften wie Männer. Also zwischen 328 Euro und 170 Euro bei den Frauen schwankt es, wobei auch da deutlicher Unterschied zwischen alten und neuen Bundesländern ist. Diese Zahlen gelten für sozialversicherungspflichtig Beschäftigte von 25 bis 165 Jahren. Wenn wir uns nur so ganz kurz anschauen, die heutigen Rentnerinnen und Rentner, da ist der Ost-West-Unterschied noch viel, viel gravierender, denn die heutigen Rentnerinnen und Rentner in neuen Bundesländern konnten keine Anwartschaften aufbauen. Also man muss deutlich unterscheiden, reden wir über den Zugang, über den künftigen Zugang oder über die heutigen Rentnerinnen und Rentner bei der betrieblichen Altersversorgung. Nachdem wir ja in diesem Panel darauf hin wollen, was müssen wir verbessern, rede ich jetzt von den heute Beschäftigten, die noch die Möglichkeit haben, was aufzubauen. Eine Frage, die uns auch bei den Forderungen dann immer wieder beschäftigt, wer zahlt denn die betriebliche Altersversorgung? Denn es ist nicht damit getan, dass ich sage, ich habe in meinem Unternehmen eine betriebliche Altersversorgung. Die Frage ist, wo kommt das Geld her? Und die Zahlen, die Sie da drunter sehen, ich weiß nicht, ob die noch aktuell sind, die waren im Dezember 2012 in diesem Bericht drin, dass 40% ungefähr gemeinsam betriebliche Altersversorgung bedienen, 18% ohne Beteiligung der Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen und 34% alleine durch die Arbeitgeber veranlasst werden. Ich vermute mal, dass sich die erste und die dritte Zahl langsam tauschen. Dass das, was früher betriebliche Altersversorgung klassischerweise arbeitgeberfinanziert war, zugunsten der jetzt rein arbeitnehmerfinanzierten zurückgeht. Aber da hat Herr Karch bestimmt auch noch ein paar Zahlen dazu. Wir wollen nicht, dass betriebliche Altersversorgung eine rein arbeitnehmerfinanzierte Veranstaltung wird, sondern wir wollen die Arbeitgeber mit in die Pflicht nehmen. So, und wenn wir uns das jetzt anschauen, ein bisschen auf die Branchen runterbrechen, dann sehen wir auch da wieder Männer, Frauen, deutlicher Unterschied. Und wir sehen, dass es Branchen gibt, die sind finanzstark, da kann es eine gute betriebliche geben. Und es gibt Branchen, die sind finanzschwach. Ich sage mal ganz unten Handel, typische Frauen, eine typische Frauenbranche, mit 86 Euro Anwartschaft. Im Vergleich zur Energie- und Wasserwirtschaft bei Männern mit 511 Euro. Das ist das 6-7-fache. Also so breit ist die Spanne. Und wenn wir uns das alles anschauen, können wir nicht feststellen, dass es betriebliche Altersversorgung flächendeckend in Deutschland derzeit gibt für alle. Und deshalb ist Handlungsbedarf. Ein Handlungsbedarf ist das Thema Arbeitgeberobligatorium. Wir müssen die Verbreitung verbessern.
Wir haben, vorhin kam dieses Thema Zwangsriester. Können wir uns alle noch gut erinnern? Ich weiß nicht, ob das Arbeitgeberobligatorium der Weisheit letzter Schluss ist. Aber es ist auf jeden Fall ein Stückchen mehr als heute der Rechtsanspruch auf Entgeltumwandlung. Und wir wollen das Ganze verbinden mit einer Finanzierungsbeteiligung der Arbeitgeber. Denn wir wollen keine reine Entgeltumwandlung weiterführen, so wie wir es heute haben, sondern eben Arbeitgeber in die Pflicht nehmen. Das heißt, Arbeitgeberobligatorium, jeder Arbeitgeber soll verpflichtet werden, ein Angebot abgeben zu müssen, am besten mit Unterzeichnung des Arbeitsvertrags. Das zweite, Finanzierungsbeteiligung der Arbeitgeber. Momentan ist es so, das war heute früh auch schon ein paar Mal im Gespräch, momentan verdient der Arbeitgeber an der Entgeltumwandlung seiner Beschäftigten. Und zwar rund 20%. Von 100% umgewandelten Betrag verdient der Arbeitgeber oder spart er sich 20 Euro. Der Beschäftigte auch, aber später in der Auszahlungsphase wird es a. nachgelagert besteuert und in der Kranken- und Pflegeversicherung voll verbeitragt. Das heißt, die Belastung ist auf die Rentenbezugsphase verschoben worden. Und wir finden, dass die Finanzierungsbeteiligung der Arbeitgeber daraus resultieren könnte, dass wir diesen Vorteil der Arbeitgeber minimieren. Eine Variante, die wir als Beschlusslage jetzt haben, ist etwas Ähnliches wie in dem Gutachten, das heute früh vorgestellt wurde, drin war, dass die betriebliche Altersversorgung nicht zulasten der gesetzlichen gehen darf. Das war vorhin mit von Dr. Tiede dieses Beispiel, wenn ich ein System aufbauen will, dann kann ich es nicht vom anderen wegnehmen. Das heißt, wir bleiben bei der Sozialversicherungsfreiheit der Entgeltumwandlung bis auf die Rentenversicherung. Das heißt, wir führen die Rentenversicherungspflicht wieder ein, und zwar paritätisch zum Beitragssatz, wie wir es gewohnt sind. Die Ersparnis der Arbeitgeber beträgt immer noch ungefähr 10%, die bleibt auch. Eine Alternative, falls dies nicht machbar wäre, wäre eine gesetzliche verpflichtende Weitergabe, teilweise oder voll, der ersparten Aufwendungen. Das wäre die zweite Alternative, die nicht Beschlusslage bei uns ist, aber die auch denkbar ist. Wir wollen, dass kein Arbeitgeber an der betrieblichen Altersversorgung seiner Beschäftigten etwas verdient. Das muss die Prämisse sein. Das dritte ist, wir haben ganz viele Beschäftigte, die häufig den Job wechseln. Und für die rentiert es sich nicht, immer wieder anzufangen, eine kleine Anwartschaft aufzubauen, auch wenn die durch Tarifverträge verpflichtend ist, wenn sie die bekommen, wie im Handel zum Beispiel. Wenn dann diejenige die Branche wechselt und wir haben im Dienstleistungsbereich keine Brancheneinrichtung wie die Metallrente zum Beispiel für den Metallbereich. Wenn diejenige dann die Branche wechselt, gibt es eine kleine Anwartschaft. Und es gibt eine Norm im Betriebsrentenrecht, die sagt, zu Recht auch, wenn es kleine Anwartschaften sind, 27 Euro Monatsrente im Schnitt, Ost und West wiederum getrennt, dann kann der Arbeitgeber diese abfinden, ohne dass der Arbeitnehmer zustimmen muss. Dieses Abfindungsrecht gilt, ich habe jetzt die Zahl, also 27 Euro und 25 Euro, ein bisschen was im Osten. Dieses Abfindungsrecht gilt, der Arbeitnehmer kann nichts dagegen tun, sondern er muss sich das abfinden lassen, bekommt das Geld dann, ich sage mal, Cash auf die Kralle und wird es in der Regel nicht für weitere Altersvorsorge verwenden, sondern ausgeben. Damit ist das Thema Altersvorsorge durch. Wir wollen, dass dieses Abfindungsrecht der Arbeitgeber eingeschränkt wird und dass die Möglichkeit besteht, so ähnlich wie bei den Wertkonten, dass bei der Rentenversicherung die Möglichkeit besteht, diese Anwartschaften nicht auszahlen zu lassen, sondern in die gesetzliche Rentenversicherung zu überführen, die dann die Rentenanwartschaften erhöhen würden. Eine Idee, die finde ich, die man diskutieren kann und die dazu führen würde, dass diese Kleinstanwartschaften und kleinen Anwartschaften der Alterssicherung dienen. Dann der vierte Punkt, Werterhalt der Betriebsrenten. Es ist ausgesprochen misslich, wenn der Arbeitgeber die Dynamisierung, die nach § 16 geboten ist, nicht durchführt, muss jeder Beschäftigte, jede Beschäftigte zum Arbeitsgericht gehen und dies einklagen. Das sind Verfahren, die führen die meisten Beschäftigten nicht durch, weil es geht um ein paar Euro. Und es ist ein großer Aufwand und deswegen unterbleibt es meistens. Damit rechnen ganz viele Arbeitgeber, die rechnen das mit ein. Und deswegen sagen wir wollen eine ähnliche Dynamisierung wie in der gesetzlichen Rentenversicherung, möglicherweise auch genau bemessen wie in der gesetzlichen, an der Lohnentwicklung, mindestens jedoch den Inflationsausgleich.
Wir wissen, dass das die betriebliche verteuern würde, aber der Werterhalt der Betriebsrenten ist uns wichtig und es darf nicht dazu führen, dass ich über lange Strecken keine Dynamisierung erhalte und die Betriebsrente immer weniger wert wird. Dann der fünfte Punkt, der heute Vormittag auch bereits erwähnt wurde, das Thema Vorsorge muss sich lohnen. Verschiedene Parteien haben in ihren Parteiprogrammen bereits das Thema betriebliche und private. Wer etwas getan hat, der muss davon auch was behalten dürfen. Wir haben das ausgeweitet und freuen uns, dass es in dem Papier sich wiederfindet. Wir wollen, wer gesetzlich, betrieblich oder privat vorgesorgt hat, der muss mehr haben als jemand, der nicht vorgesorgt hat, wenn er im Grundsicherungsbezug landet. In dem Papier steht einiges drin. Wir haben das genannt dann Verdi und SoVD Rentenzuschuss statt Zuschussrente, als dieses Teil von Frau von der Leyen noch Zuschussrente hieß. Die Systematik ist, wir wollen einen Betrag aus der Grundsicherung heraus, der möglicherweise über die Rentenversicherung ausgezahlt wird, der dann dafür sorgt, dass ein Teil dessen, was angespart wurde, behalten werden darf und so mehr rauskommt, als wenn jemand nichts getan hat. Das sind unsere fünf wichtigsten Punkte im Hinblick auf Reformen in der nächsten Legislaturperiode. Und ich bin jetzt gespannt, was Herr Kach dazu sagt. Danke. Ich bleibe sitzen und mache das mündlich ohne Folien und will versuchen, auch an Ihnen nochmal anzuschließen, Herr Rulf. Und erlauben Sie mir vielleicht noch ein bisschen mehr in den Helikopter, noch die Flughöhe zu erhöhen und noch mehr auf ein Gesamtbild zu gehen. Womit haben wir es in Deutschland zu tun? In der Rentenpolitik der letzten 10 Jahre. Und das will ich als erstes markieren. Sie haben ja, Herr Rulf, Vertrauenskrise in kapitalgedeckte Altersversorgung, ich sage es mal so ganz allgemein, diagnostiziert. Das teile ich zum Teil natürlich auch, das ist ja evident. Was haben wir denn gemacht vor 10 Jahren? Wir haben eine Reform gemacht, die auf der einen Seite gesetzliche Renten abgesenkt hat und auf der anderen Seite einem Markt von Finanzdienstleistern, einem hochangebotsdominierten Markt, das Thema hingelegt hat und gesagt hat, erfüllt ihr mal einen sozialpolitischen Auftrag. Ich sage das jetzt vielleicht ein bisschen, ich sehe es in den Kopf, ich sage das ein bisschen überpointiert. Ich weiß eine Stelle von Gerd Schröder, wo er das gesagt hat, sinngemäß, wo er eine solche Formulierung gebraucht hat. Und dann haben wir festgestellt am Anfang, das funktionierte zuerst ein bisschen schleppend, weil den Anbietern zu viel Regulierung drin war, Stichwort Zertifizierungskriterien. Dann hat man die nochmal vereinfacht und dann funktionierte es. Walter Riester, muss man zu seiner Würdigung sagen, wollte ursprünglich etwas anderes. Walter Riester hatte ein Betriebsrentenkonzept ursprünglich. Das ist aber nichts geworden und ist auch öffentlich ein bisschen gegen die Wand gefahren worden, um es mal vorsichtig zu sagen. Und dann hatten Minister natürlich einen gewissen Erfolgsdruck und so weiter und so fort, das kennen wir alles. Was wir nun haben, ist eine Individualisierung der zusätzlichen Vorsorge in der falschen Annahme, dass die Individuen das dann machen und damit die Rentenlücke ausgleichen. Aber die Individuen machen das entweder nicht oder sie machen es in der unzureichenden Höhe. Wir haben in dieser Reform ein typisches Kollektiv- und Automatisierungselement der Altersversorgung aufgegeben und dies individualisiert. Und dieses Individualisierte fußte auf einer Annahme, die heute weltweit als reine Fiktion anerkannt ist, nämlich der, dass der Homo economicus vernünftig entscheiden würde und das alles schon tun würde, was er tun soll. So funktioniert der Mensch aber nicht. Das ist das Erste, was wir aus einer gewissen Flughöhe feststellen müssen. Das Zweite, man hat in der Prioritätensetzung einem Element, das eigentlich aus der Historie kommt, nämlich der Betriebsrente, die älter ist als die gesetzliche Rente, einem Element, das aus, na sagen wir, Fürsorgegedanken, Paternalismusgedanken, also es gibt eine Menge Begriffe dafür, kommt und das in der Nachkriegszeit ein sozialpartnerschaftliches Element wurde, das hat man maximal auf Rang 2 gesetzt
Und getrieben draußen in der öffentlichen Diskussion wurde die Privatisierung von Renten und nicht, jetzt sage ich mal, die Verbetrieblichung von zusätzlicher Altersversorgung. Und was ist das Dritte, was wir zu verzeichnen haben? Und da erlaube ich mir jetzt einfach eine, ja, das ist eine, ich schätze das so ein, das ist eine Einschätzung. Ich bin fest überzeugt, dass es keine parlamentarische Konstellation gibt, in der wir wieder zurück auf die Zeit der 90er Jahre können. Also ein gewisses, man nennt das gerne Lebensstandardsicherungsmodell der Altersversorgung, der gesetzlichen Rente realisieren können. Ich glaube, diese Konstellation ist nicht mehr möglich. Es gäbe darüber bei heutiger Beitragshöhe, die müsste irgendwo um die 25% sich irgendwann einpegeln, gäbe es keinen Finanzierungskompromiss mehr zwischen parlamentarisch und zwischen Arbeit und Kapital, um das so schlicht zu sagen. Und vor dem Hintergrund schaue ich in die Systeme international. Und da gibt es internationale Vergleichsindizes, die weisen aus, was macht Rentensysteme nachhaltig und sicher für die Menschen und schafft adäquate Höhen. Und da gibt es eine Gemeinsamkeit in diesen Indizes, nämlich sogar in unterschiedlichen Sozialsystemen, also so typisch angelsächsischen, ja, und so typisch, ich sage es jetzt mal ein bisschen plakativ, bismarckischen, ja, kontinentaleuropäischen Sozialsystemen. Von Neuseeland über Australien bis zu Dänemark. Dänemark hat übrigens den Spitzenplatz. Holland liegt auch ganz oben. Wenn man diese Systeme anschaut, dann haben sie eine kleine Gemeinsamkeit. Sie haben natürlich alle historisch gewachsene, differenzierte Rentensysteme, wo kaum noch einer durchblickt. Das haben nicht nur wir. Aber die Gemeinsamkeit ist, dass sie in der Wirtschaft ein Rentensystem haben, um einen dualen Kern. Und der duale Kern heißt Staat und Betrieb. Und wir haben einen solchen ausgebauten dualen Kern noch nicht. Und da bin ich beim vierten Punkt. Deswegen reden wir nämlich derzeit im politischen Diskurs und machen diese Brötchen so entsetzlich klein, dass ich es für eines der reichsten Länder der Welt unerträglich finde. Wir reden nur noch von Armutsvermeidung. Und die Armut, wir wissen, dass die Armutsgrenze von Rente, es gibt ein paar unterschiedliche Definitionen. Ich nehme mal diejenige, die sich jetzt nach der ganzen Diskussion von der Leyen-Rente und vielleicht Solidarrente, also als, naja, sagen wir mal, neue Verkehrsauffassung herauskristallisieren könnte, das wären die 850 Euro. Und dann sage ich, was haben wir gewonnen, wenn wir in 10, 15 oder 20 Jahren ein Volk sind, das per Definition armutsvermeidende Renten geschafft hat, weil wir einen signifikanten Anteil der Bevölkerung haben, der zwischen 850 und 900 Euro durchschnittlichem Zahlbetrag liegt, dann sage ich, dann haben wir sozialpolitisch in Deutschland gar nichts gewonnen. Deswegen möchte ich, den Begriff Lebensstandardsicherung ist auch schon sehr, sehr schillernd Ich würde einfach mal sagen, trauen wir uns doch mal einen Begriff guter Renten zu definieren. Einfach zu sagen, was wären denn gute Renten? Wenn Sie mit einem schweizerischen Pensionskassenmenschen reden, dann sagt er, wir wollen gute Renten haben für unsere Leute, damit die Geld ausgeben. Und der versteht die deutsche Diskussion überhaupt nicht. Ein Holländer, bei dem der durchschnittliche Zahlbetrag aus 50% Staat und 50% Betrieb besteht, in der Tat über die Tarifvorteile vereinbart und die Arbeitgeber zahlen da auch was ein, der versteht die deutsche Diskussion nicht. Und von da aus nähere ich mich dann den Fragen, was müsste man denn tun, wenn man ein solches international evident und empirisch erkennbar erfolgreiches, das ist nämlich ein Begriff von Wolfgang Schröder, sozialpolitisch wirksames und ökonomisch effizientes System im Sinne einer vorsorgenden Sozialpolitik. Wenn man ein solches Modell aufbauen würde, dann ist die Frage, und dann bin ich bei Ihnen, wo sind denn im Moment die Webfehler und was müsste man verändern? Und man muss sie genau verorten, was liegt denn sozusagen daran, dass die Akteure das Ganze falsch anfangen
und was liegt möglicherweise an den Rahmenbedingungen. Und da komme ich jetzt zu der, auch zur Diagnose, jetzt darf ich an Frau Dr. Kerschbaumer anschließen, an der Frage, wo stehen wir in der Verbreitung? Die Schlüsselfragen, wenn ich eine solche stabile zusätzliche Säule aufbauen will, und ich halte auch die, sagen wir es mal jetzt so, in nicht ganz großem Kreis ehrlich gesagt, ich halte die dritte Säule für, also die private Zusatzversorgung für moralisch ziemlich verschlissen. Das korrigiert keiner mehr. Die ist auch zu kostenträchtig, da sind zu viele Verkaufskosten drin, da kann ich diskutieren, wie ich will. Und je niedriger das allgemeine Zinsniveau, desto stärker wird der Hebel der Verkaufskosten negativ. An diesem Gesetz kommen wir alle nicht vorbei. Wenn ich dann sage, wo stehen wir in der zweiten Säule, würde ich gerne der Diagnose noch eines hinzufügen. Wir haben in den Betriebsrenten ein Größengefälle zwischen Großunternehmen, also von den Unternehmen, über 1000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hat praktisch jedes Unternehmen ein Betriebsrentenangebot und auch Versorgungszusagen für die Mitarbeiterin. Der Erfassungsgrad liegt bei 70-90%. Von den Unternehmen darunter ist das niedriger. Das, was ich jetzt gesagt habe, betrifft aber die traditionellen Betriebsrenten, wie sie früher bis zur Reform existiert haben, ungefähr 10 Millionen Zusagen. Bei den neuen Zusagen ist das anders. Da habe ich gar kein Groß-Klein-Gefälle, sondern ich habe eine Sektoralisierung des Geschehens. Ich habe Sektoren in der Wirtschaft, bei denen ist die Verbreitung und auch die Höhe von Betriebsrenten adäquat. Die sind hoch verbreitet, weil die über Tarifverträge viel gesteuert haben und es kommen auch, sagen wir mal, jetzt relevante Beträge rein. Sie wissen, ein Beispiel wie Chemie, kommen 900 Euro über Tarifvertrag in Betriebsrenten rein, wenn alles ausgeschöpft wird. Das heißt, ich habe zwei Trends, die man sehen muss. Die früheren Betriebsrenten sind überwiegend auch relativ klein und sehr häufig für den normalen Arbeitnehmer zu klein, die Versorgungslücke wirklich zu decken. Es braucht also etwas Zusätzliches, es braucht einen zusätzlichen Deal, aber der zeichnet sich nicht dadurch aus, dass die Großen mehr Verbreitung haben als die Kleinen, sondern ich muss es sogar so sagen, jetzt mache ich doch eine Zahl, bei den Betrieben zwischen 10 und 50 ist die Verbreitung nach dem Alterssicherungsbericht der Entgeltumwandlung liegt sie bei 19% und bei den Betrieben oberhalb von 1000 liegt sie bei 27%. Bei dieser Spanne würde ich jetzt mal ganz schlicht mich zu der Diagnose wagen, sie ist bei den Großen genauso unzureichend wie bei den Kleinen. Da ist gar kein Größengefälle, aber es gibt Sektoren, jetzt sage ich es ein bisschen platt, die haben ihre Leute versorgt. Die brauchen keine Angst vor Altersarmut mehr zu haben und es gibt Sektoren, die haben ihre Leute nicht versorgt oder nicht so in dem Maße versorgt. Das gehört zur Diagnose und jetzt vielleicht noch ein letztes zur Diagnose der Zinssituation. Und ich möchte es historisch beginnen. Als Lehman Brothers krachte im September 2008, da haben wir in der deutschen Betriebsrentenlandschaft gesagt, tja, jetzt sind weltweit die Pensionsfonds 20% underfunded, außer bei uns, weil uns kann das nicht passieren, weil wir haben ein hochreguliertes Aufsichtsrecht. Bei uns kann man gar nicht underfunded sein, weil wir das Prinzip der Bedeckung der erforderlichen Mittel zu jeder Zeit und jeden Tag implantiert haben. Mit diesem Prinzip kann man sich vor Underfunding schützen, vor Unterdeckung schützen. Was wir damals noch nicht so gesehen haben, ist, dass dieses Prinzip nicht ganz zinsrobust ist, wenn man echte Niedrigzinsszenarien hat. Und jetzt bekommen, und da wird das Spannungsfeld sehr, sehr breit. Wir haben auf der einen Seite Betriebsrentenzusagen, die mit sehr hohem Zinssatz ausgestattet waren und was Sie im Handelsblatt und sonst wo lesen, ist dann immer, dass irgendein Unternehmen, mal ist es Lufthansa, die hatten 7% Garantiezusage und plötzlich stellt man fest, der Kapitalmarkt lässt sich nicht über Tarifvertrag regeln und gehorcht dem nicht. Also die haben sehr hohe Zusagen, viele Unternehmen mit sehr hohen Zusagen,
Da haben wir derzeit ein Problem, das steht in den Zeitungen. Was weniger in den Zeitungen steht, ist, dass dort, wo wir die Garantien präventiv relativ niedrig angesetzt haben, denn Garantien kosten immer Geld, dass wir dort ganz, ganz wenig Probleme in der Betriebsrente haben, will also heißen, dieses Problem, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, ist aufsichtsrechtlich steuerbar. So, und jetzt erlauben Sie mir drei Schlussfolgerungen. Die erste ist, wir müssen meines Erachtens dieses System so aufbauen, das korrespondiert, glaube ich, ein bisschen mit dem, was Frau Kerschbaumer sagte. Ich habe nur nicht das Mandat, verteilungspolitisch zu reden, weil ich habe zwei Gesellschafter, einen Arbeitgeberverband und eine Gewerkschaft. Aber es korrespondiert ein bisschen darin. Damit, wir brauchen wirklich ein aktives sozialpartnerschaftliches Modell, um die Betriebsrente zu stärken. Und die Tarifparteien müssen sich dem noch stärker widmen, als sie es bisher getan haben. Die verteilungspolitischen Komponenten, wer was zahlt, dazu was zu sagen, bin ich nicht befugt. Das müssen andere aushandeln. Zweitens, wir müssen in der Förderung von Betriebsrenten, Sie haben das gesagt, Herr Rulf, und Judith Kerschbaumer, du hast das auch gesagt, Wir müssen die Förderung von Betriebsrenten noch mal genauer justieren. Ich will jetzt gar nicht mich so sehr darin ausbreiten, dass man Betriebsrenten nicht zulasten der gesetzlichen Renten fördern sollte. Da kann man eine ganze Menge Stellschrauben noch drehen. Mir käme es vor allem darauf an, die Förderung so zu machen, dass die Betriebsrente ihren ganz großen Vorteil jedenfalls nicht verliert, nämlich ihre Einfachheit für den Arbeitnehmer. Ein junger Arbeitnehmer, das haben wir in Studien untersucht, da wird man nur schwindelig. Ein junger Arbeitnehmer kann bei der Landschaft, die ihm in der privaten Riester-Rente angeboten wird, nicht entscheidungskompetent sein. So viel Tennhagen kann man gar nicht zuhören und so viel Finanztest kann man gar nicht lesen, um da entscheidungskompetent zu werden. Das ist eine Katastrophe, was wir an Benutzerschnittstelle dort anbieten. Steve Jobs hätte nicht ein einziges iPhone verkauft mit so einer Benutzerschnittstelle. Das ist eine blanke Katastrophe, was wir da in Deutschland machen. Nirgendwo gibt es das sonst. Das müssen wir vereinfachen und wir haben auch Konzepte dazu, dass wir jetzt nicht so weit treiben, wo das möglich ist. Und das dritte Element ist, wir brauchen unserer Meinung nach in der ABA eine wirklich kraftvolle Verbreitungsinitiative, die Politik initiiert, die Tarifparteien an einen Tisch nimmt und dann mal sagt, du hast gesagt Arbeitgeberobligatorium, ich fasse es mal ein bisschen breiter, die Landschaft ist sehr differenziert, und dann aber sagt, okay, ihr Tarifparteien, was wollt ihr vom Gesetzgeber, was sollen wir tun? Dann tun wir das und wir sagen euch aber auch, was wir von euch erwarten, denn starke Tarifparteien können in der Betriebsrente ungeheuer viel tun und außerdem können sie eine Balance herstellen, damit der Finanzsektor nicht zu mächtig wird. In Holland bekommt der Finanzsektor von den Tarifparteien gesagt, was er an Kosten für Betriebsrenten veranschlagen darf, und da hat er harte Verhandlungen. In Deutschland haben wir eine fürchterliche Asymmetrie, die wir unbedingt verändern müssen. Das kann man nicht alles über Verbraucherschutz und Regulierung machen. Man muss eine neue Balance schaffen der institutionellen Player wie der Tarifparteien, die haben eine große Macht, und dann dem Finanzsektor, der dann aber in der Rolle des Dienstleisters ist und nicht der Marktdominante. Das wären sozusagen in Skizzen die Modelle. Dankeschön. Das war jetzt nun eine ganze Menge. Ich versuche gerade zu systematisieren, würde aber vorschlagen, wenn nichts dagegen spricht, dass man vom Inneren zum Äußeren, also erstmal von der Binnenstruktur der Rentensäulen und den Konflikten, die darin sind, ausgeht, um dann zu den politischen Perspektiven zu kommen. Also was kann man aus diesem Modell machen? Da ergeben sich ja eine ganze Reihe von Fragen. Ich habe dieses Mischmodell der Finanzierung, also so die Anrechnungsfähigkeit der Sozialabgaben auf die betriebliche Rente, immer als ein Kompromiss, auch innerhalb der Gewerkschaften verstanden, die zwei Ziele unter einen Deckel bringen wollte, nämlich einmal so tariffähige Verhandlungsmasse zu haben und zweitens natürlich auch ein sozialpolitisches Anliegen, nämlich Altersförderung zu betreiben. So, man hat sich dann auf dieses Modell geeinigt,
mit dem die Sozialpolitiker wahrscheinlich noch weniger glücklich waren. Die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, es gibt ja sozusagen die Debatte, wurde ja schon 2007, als die Probezeit ausgelaufen ist, gestellt. Wenn man weiterhin so verfährt oder wenn man jetzt das in dem Sinne revidiert, dass die Arbeitslosenversicherung aus der Entgeltumwandlung rausgenommen wird, wird denn dem gewerkschaftlichen Anliegen an Verhandlungsmaße, an betrieblichen Druck und Gegendruck noch Raum zu geben, noch genügend stattgegeben oder ist es denn schon zu stark eingeschränkt, sodass das Instrument für die Arbeitgeber nicht attraktiv wird? Und damit verbindet sich für mich die zweite Frage. Eigentlich ist es jedem unmittelbar plausibel, dass wenn ein Arbeitgeber von einer betrieblichen Rente, die dem Arbeitnehmer zugutekommen soll, profitiert, aus Grund sozusagen der Verteilungsstruktur der Gehälter und so weiter, dass er diesen Vorteil weitergibt einfach. So, das geschieht anscheinend nicht. Und ich frage mich, wieso nicht längst bereits eine Initiative hin auf eine gesetzliche Regelung dieses Missstandes passiert ist. Ja, gerne. Zuerst wollte ich nochmal Plädoyer dafür erheben, dass wir trennen zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerfinanzierte. Das ist ganz wichtig, weil diese ganzen Vorteile, Sozialversicherungsfreiheit, gibt es ja nur bei der Arbeitnehmerfinanzierten, ja. Die sich auch immer weiter verbreitet. Ich meine nicht, dass es nur reicht, die Arbeitslosenversicherung rauszunehmen, sondern auch die Kranken- und Pflegeversicherung. Dass ich also bei einer reinen Verbeitragung in der gesetzlichen Rentenversicherung verbleibe, das meine ich, schafft genug Spielraum. Das sind 10%. 10%, die, ich sag mal, in das Gesamtvolumen mit einfließen. Und als damals die Sozialversicherungsfreiheit probeweise geschaffen wurde, also befristet, war man sich durchaus im Klaren, das war ein Kampf der Tarifpolitiker mit oder gegen, wie auch immer, den Sozialpolitikern. Weil die Sozialpolitiker von jeher davor gewarnt haben, über die Folgen, wenn ich Teile rausnehme und Sozialversicherung frei behandle. Zwischenzeitlich, glaube ich, hat man das ein bisschen befriedet und sucht jetzt eben nach Lösungen. Und eine Lösung könnte sein, eben nicht zulasten der gesetzlichen Rentenversicherung. Ich weiß von den Kolleginnen und Kollegen bei uns im Haus, den Tarifpolitikerinnen, dass dieses Volumen eingesetzt wurde. Nicht zwingend immer für betriebliche oder nicht zwingend immer für Altersvorsorge, sondern weil in manchen Branchen, und da wollte ich zu dir deinen Höhenflug ein bisschen bremsen, nicht alle wollen keine betriebliche Altersversorgung machen, sondern ganz viele können es einfach nicht, weil das Verteilungsvolumen, der Niedriglohnbereich so, also nur noch ein bisschen was zum Leben übrig lässt. Aber für Altersvorsorge reicht es meistens nicht mehr. Deswegen, es geht nicht ums Wollen, sondern es geht in ganz, ganz vielen Fällen ums Können und um die müssen wir uns auch Gedanken machen. Die Branchen, von denen Herr Karch gesprochen hat, die gut situierten, da glaube ich, da müssen wir nicht so sehr viel tun, da läuft es. Aber bei denen, wo es eben nicht läuft, und der Bereich wird immer größer. Wir haben ein ganz kleines Problem bei diesem Thema nicht zulasten der gesetzlichen Rentenversicherung, weil durch eine Reform im Jahre 2004, nämlich durch das Gesundheitsmodernisierungsgesetz, wurde beschlossen in einer Nacht- und Nebelaktion, von der wir alle überrascht wurden, dass die Kranken- und Pflegeversicherung in der Auszahlungsphase voll verbeitragt wird. Das ist natürlich jetzt, spielt bei dieser ganzen Diskussion auch eine Rolle, ob man da wieder zurück will, also ob man da an dieser ganzen hochkomplexen Materie wieder was verändert, um, ich sag mal, das wieder irgendwie in den Griff zu bekommen. Ich wollte jetzt keine Einzelgesetze hier formulieren. Aber dieses, also man kann, wenn man einen Punkt dieses Konstrukts anschaut, dann muss man im Prinzip das Ganze anschauen, wohin führt das? Und ich meine, wir sind momentan an dem Punkt, was Sie gemeint haben, warum haben wir nicht schon eher damit begonnen? Die Sozialpolitiker kämpfen dagegen seit 2001. Also es gibt Gutachten von Professor Schmähl über die Hans-Böckler-Stiftung. Also es gibt, ich sage mal, mehr als bekannt. Genug. Also genau. Kann man der so Kampf zusammenfassen, der Kampf findet im Augenblick noch innerhalb der Arbeiterschaft statt und die Arbeitgeber sind noch nicht so sehr honoriert. Ich würde auch gerne noch mal darauf kommen. Achso, pardon. Das ist ja kein Höhenflug. Ich versuche nur von oben drauf zu gucken auf das System. Ja? Und nicht zu schnell ins Klein-Klein zu springen. Das, was wir bei den Beitragsentlastungen haben, oder wie du jetzt gerade gesagt hast, auch nochmal, was uns ja wahnsinnig geärgert hat, das Gesundheitsmodernisierungsgesetz mit dem kalten Zugriff, plötzlich wurde die erwartete Betriebsrente empfindlich minimiert,
durch die Vollverbeitragung. Man hat sozusagen den Arbeitgeberbeitrag mangels Arbeitgeber, der dann nicht mehr vorhanden war, dem Arbeitnehmer zugeschlagen. Also das war schon ein ziemlicher Coup. Wie stellt man denn jetzt Gerechtigkeit nochmal her? Der erste Punkt, von dem man aus doch drauf schauen sollte, ist der, dass ein Sozialstaat auch dann, wenn er aus dem umlagefinanzierten gesetzlichen System etwas auslagert in ein anderes System, dass er im Sozialstaatsprinzip verpflichtet bleibt, dieses andere System irgendwie zu fördern. Und das bedeutet, er muss die Stellschrauben so stellen, dass die Förderung nicht kontraproduktiv wird. Und was haben wir im Moment? Und deswegen glaube ich, dass man da tiefer reingehen muss und genauer hinschauen muss, wie hält man die Finanzierungsgrundlagen der jeweiligen Systeme. Ich habe mich, seit ich dieses Versorgungswerk leite, nie dazu hinreißen lassen, in irgendeiner Weise was gegen die gesetzliche Rentenversicherung zu sagen, weil ich sie für die erste Säule halte und für eine, die erhalten werden muss. Und ich gehöre nicht zu denen, die sagen, wir müssen alles ein bisschen Geld irgendwo hinlegen, weil man dann Assets under Management hat und so etwas und die erste Renten, die erste Säule schleifen. Aber wenn ich von der Förderungslandschaft darauf schaue, was in der betrieblichen Altersversorgung passiert, dann haben wir im Moment ein Segment der Förderung, das relativ gut ist beim Niedrigverdiener durch diesen Beitragseffekt. Er hat einen relativ hohen Grad des Sparens versus des Entsparens von über 120, 130, 140% Erfolgsquote. Das geht bis zur Beitragsbemessungsgrenze Krankenversicherung. Von der Beitragsbemessungsgrenze KVPV bis zur Beitragsbemessungsgrenze Rentenversicherung sinkt das rapide ab, nicht aus steuerlichen Gründen, sondern aus Gründen dieser Vollverbeitragung in der Rentenleistung, wobei die Entlastung halt in der Entgeltumwandlung nur hälftig ist, aber die Verbeitragung voll. Für denjenigen oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze steigt die Förderung wieder massiv an und es lohnt sich wieder, Betriebsrente zu machen. Jetzt ist das natürlich ein verrückter Zustand, weil zwischen diesen Beitragsbemessungsgrenzen ein Gros der Arbeitnehmer liegt. Und da muss ich fragen, wie kann ich jetzt damit umgehen? Jetzt sage ich mal, wenn alle eine Betriebsrente in Höhe eines bestimmten Prozentsatzes ihres Einkommens haben, dann gleicht sich dieser entgangene Rentenversicherungsbeitrag wieder aus. Dann habe ich sozusagen systemisch einfach zwei Welten, dann geht relativ mehr in eine Betriebsrentensäule, und aber homogen weniger in eine gesetzliche Rente. Ich möchte es auch von dem Blickpunkt mal denken. Wenn ich die Verbeitragungsfrage in der Krankenversicherung anschaue, dann müsste ich zuerst mal entscheiden, gehe ich hin und nehme den Beitragsvorteil den Arbeitgebern weg, den sie im Moment zum Teil haben. Wenn ich das will, muss ich erstmal, weiß ich, dass ich dann welche habe, die sagen, dann haben wir keine Lust auf Betriebsrente, dann sperren wir uns ein bisschen. Wenn ich das will, muss ich entscheiden, wer soll das tun, die Tarifparteien oder der Gesetzgeber. Die Tarifparteien haben es nur unvollständig getan. Oder sage ich, ich befriede das System, indem ich am Ende in der Rentenleistung darauf verzichte, und das ist ja damals im Gesundheitsmodernisierungsgesetz in einem Finanzierungsnotstand der KV geschehen, und schaue heute nochmal auf die Landschaft, muss ich das anders ausgleichen oder kann ich diese Situation so belassen? Ich würde davor warnen, dass wir allzu schnell nochmal Prozentsätze hin und her schieben, bevor wir gesamtsystemisch darauf geschaut haben. Und da werfe ich in die Waagschale den Aspekt, den damals Franz Müntefering durchgesetzt hat, 2007. Dieser Aspekt lautet, Brutto-Netto-System, Brutto-Sparen ist total einfach und versteht jeder. Und diesen Aspekt möchte ich nicht gerne empfindlich stören. Es ist schon kompliziert genug und würde lieber darüber nachdenken, wie man weitere Bereiche der Sozialversicherung
nochmal anders stabilisiert. Ich wäre nämlich auch nicht dafür, dass man eine Reform macht, wo man ein neues System aufbaut und es gleichzeitig wieder zur Geisel, zur Gesunderhaltung anderer Systeme macht. Das wäre auch verkehrt drum gedacht. Ja, das wäre allerdings jetzt tatsächlich verkehrt drum gedacht, weil es wird ja nicht als Geisel genommen, um das andere gesund zu halten, sondern dadurch, dass es aufgebaut wurde, wurde das andere kränker. So rum ist der richtige Blick. Der Aufbau der betrieblichen Altersversorgung in der bestehenden Systematik mit der abschlagfreien in Geldumwandlung führt dazu, dass die erste Säule geschwächt ist. So, und die Reform dieses Modells, das war jetzt die Frage eigentlich, wofür Sie geplädiert haben, führt natürlich, wenn man sie durchführt, zu einer Einschränkung der Verhandlungsmacht zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, weil es ja immer Gegenstand tarifvertraglicher Vereinbarungen ist. Meine Frage an Sie war eigentlich nur, ist, wenn man das so, wie Sie das vorgeschlagen haben, das zu reformieren, durchführt, die Verhandlungsmacht so eingeschränkt, dass es für die Arbeitgeber gar nicht mehr so richtig attraktiv ist, solche Verträge abzuschließen, zumal sie ja immer auch gewahr sein müssen oder zunehmend gewahr sein müssen, dass sie diese Verträge auch einhalten müssen. Das heißt, sie stehen ja für die Kapitalrisiken letztendlich auch gerade. Das heißt, wonach ich frage, ist die Stabilität des Systems der betrieblichen Altersvorsorge unter der Berücksichtigung solcher Reformen. Ich meine, das kann nicht der alleinige Maßstab des Handelns sein, aber es ist vollkommen klar, dass das einen Demotivierungseffekt haben wird. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Den muss man dann über etwas anderes ausgleichen, da bin ich ganz sicher. Worüber? Darüber, dass man die Betriebsrente, die Betriebsrente ist auch ein Personalführungsinstrument, dass man entweder vorsichtig sich damit verhält und nicht so hart rangeht, oder darüber, dass man zum Beispiel Arbeitgeber gesondert fördert, die sagen, binnen einer Frist, ich skizziere es mal, binnen einer Frist von 12 Monaten schaffe ich eine Verbreitung in adäquater Höhe mit Arbeitgeberbeitrag von 100% in meiner Belegschaft. Ein Arbeitgeber, der das tut, hätte ich überhaupt kein Problem, einen Förderungsanreiz für zu schaffen oder einen steuerlichen Anreiz für zu schaffen. Denn der tut genau das, was wir hoffen und wollen, dass er es tut. Also dann muss man noch mal ein bisschen anders nachdenken. Im Moment, wo wir völlige Freiwilligkeit haben, demotivierende Elemente zu schaffen, bedeutet Fehlanreize zu schaffen, dann schwächen wir das Ganze nochmals. Davor würde ich wirklich warnen, dann soll man es wirklich insgesamt überlegen, bevor man an einer Stellschraube dreht. Jede Stellschraube hat Rückkopplungen ungeheuren Ausmaßes. Also wenn ich das jetzt kurz richtig zusammenfassen darf, sitzen wir hier in einer Situation, wo jeder weiß, klein, klein, Kleinschraube, Kleinschraube drehen, bringt es nicht mehr. Entweder wir machen jetzt den großen Sprung mit allen drum und dran und landen irgendwo, wo es hoffentlich allen besser geht. Oder es bleibt, wie es ist, dann ist die betriebliche Altersvorsorge über kurz oder lang nicht tot, aber irgend so ein Nebenkriegsschauplatz. Ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl, es ist wie Erpressung. So nach dem Motto, wir... Wertung. Ich halte mich mit Wertung zurück, aber... Nee, halt... Steht dir frei. Erpressung, dass seit 2001 ein Instrument geschaffen wurde, an dem die Arbeitgeber gut verdienen, das Instrument gleichzeitig genutzt haben, um von Arbeitgeberfinanzierter hin zu mehr Arbeit zu rein oder mehr Arbeitnehmerfinanzierter quasi still und heimlich durch die Hintertür umzuleiten, weil das war ja auch der Effekt des Ganzen. Und wenn wir jetzt sagen, wir wollen, dass ihr nicht mehr ganz so viel dran verdient, dann sagst du, dann spielen wir nicht mehr mit. Dann wird die Motivation nachlassen. Das sehe ich jetzt als Erpressung. Denn das Ziel ist ja, betriebliche Altersversorgung zu verbreitern. Was wir nicht geschafft haben, ist flächendeckend. Ich denke, die Zahlen haben das gezeigt. Zwischen den Geschlechtern einigermaßen angemessen, zwischen den Branchen einigermaßen angemessen und da, wo wir tarifpolitisch leider nicht zum Zuge kommen. Aus welchen Gründen auch immer. Das hat ja nicht funktioniert. Dass da, wo wir keine Tarifverträge machen, kommen die Leute nicht dran. Dann kann man auch tarifvertraglich nichts vereinbaren. Anstatt da eine Lösung zu finden, kommt jetzt, wenn das nicht mehr so funktioniert wie bisher, nämlich, ich will nicht sagen Abzocke, das wäre jetzt auch ein bisschen scharf, aber da wurde dran verdient. Das Volumen wurde... Zum Teil. Ja, dann spielen wir nicht mehr mit. Das finde ich geht nicht. Nee, aber...
ich habe was diagnostiziert. Ich kündige da nichts an. Sondern ich sage einfach, wenn man an der Schraube dreht, dann hat dieses Drehen an der einen Schraube unter den Bedingungen der Freiwilligkeit diese Wirkung. Ich diagnostiziere das nur. Und ich sage ausdrücklich, ich finde das eine unerwünschte Wirkung. Ja, also nur, wir können auf der anderen Seite uns wünschen, dass wenn wir an einer Schraube drehen, dass die Welt sich genauso weiter dreht, wie sie es bisher tat, aber das tut sie nicht. So, und jetzt ist doch die Frage die, wenn ich unter den Bedingungen der Freiwilligkeit bleibe, dann bin ich immer im Bereich von Anreizpolitik. Und wenn ich Anreizpolitik mache, dann muss ich Anreize setzen und Fehlanreize vermeiden. Ich komme aus dieser Mechanik nicht heraus. Wenn ich Dinge, die, ja, jetzt ist es ja so, die Arbeitgeber haben zum Teil einen Vorteil gezogen, zum Teil gibt es tarifpolitische Deals, zum Teil gibt es tarifpolitische Deals, jetzt sage ich mal, wo hier ein Vorteil ist und da aber woanders ein Nachteil ist, tarifvertragliche Deals durchschauen wir gar nicht immer im Einzelnen. Da darf man auch nicht nur an die Oberfläche schauen, da sind möglicherweise auch noch andere Deals gemacht worden. Mein Gedanke wäre, dass wir versuchen, die Tarifparteien dafür stark zu machen, dass sie das weiter tun und dass sie es aktiv tun und dass wir sie in die Pflicht nehmen, für Verbreitung und adäquate Höhe zu sorgen und dass wir dafür Deals finden. Ich sage auch, warum ich das so sehe. Ich glaube, es ist das chancenreichste System. Ich glaube, wenn wir da von Seiten des Gesetzgebers härter rangehen, dann geraten wir an zwei Grenzen. Die eine Grenze ist die eben von mir geschilderte. Wenn ich an einer Stellschraube drehe und da Freiwilligkeit lasse, dann gibt es einfach eine gewisse Exit-Strategie. Die andere Grenze ist, wenn ich Exit-Strategien versuche zu verhindern durch eine obligatorische Strategie, dann bekomme ich denselben Aufschrei in der Republik, den wir 2001 hatten, als Walter Riester das vorgeschlagen hatte. Da sind wir hinreichend traumatisiert. Das glaube ich, das kriegen wir auch nicht hin. Das ist also, wenn andere das sozusagen zum Zocken und Erpressen nutzen, ich tue das nicht. Ich versuche nur Folgen zu beschreiben und dem System zu sagen, okay, wo sollten wir so gewissermaßen mit Vorsicht steuern? Ja? Sonst machen wir einfach Wishful Thinking. Dann können wir das machen, aber ja, dann haben wir nicht geredet. Eine kurze Anmerkung, aber vorweg würde ich Sie gerne einladen, sofern Sie wollen, sich an der Diskussion zu beteiligen. Jeder ist aufgerufen. Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe und jetzt der Big Bang erfolgen soll, dann hieße das doch praktisch auf Seiten der Arbeitnehmer, es soll stark gefördert werden, es soll mit dieser Förderung verbunden werden, eine Verpflichtung, eine betriebliche Altersvorsorge einzugehen. Wie freiwillig die denn ist, darüber lässt sich noch reden. Und es soll sozusagen ein Gesamtsystem geschaffen werden, wo alle denn tatsächlich einzahlen und die Risiken gleich verteilt werden. So ganz habe ich es nicht gesagt. Und nein, es tut mir leid, das ist halt einfach etwas komplizierter. Ich stelle nicht die Forderung, dass es obligatorisch gemacht werden soll. Sondern ich würde mir wünschen, dass die Politik die Tarifparteien hinsetzt und sagt, unterhaltet euch drüber, wie ihr es verbindlicher schafft. Und schafft diesen Zustand, dann tragen wir auch dazu bei. Diesen Zustand möchte ich, warum sage ich das? Weil wir eine so zerklüftete Landschaft haben, dass sie mit einem Einheitsprinzip da gar nicht mehr durchkommen. Wir haben Unternehmen, die mit völlig striktem Einbinden in Betriebsrentensysteme 100% der Belegschaft drin haben. Und wir haben Unternehmen, die mit völligem Laissez-faire irgendwo jetzt vielleicht um die 20% liegen. Das ist ungefähr die Spanne. Und dazwischen haben wir noch ein paar Prozesse. Das Interessante ist, dazwischen ist die Minderheit. Das heißt, Strukturen, die anders automatisieren, wie wir es in anderen Ländern zum Teil haben, mit einer automatisierten Einbeziehung, mit der Möglichkeit aber auch auszusteigen, Strukturen, die stärker
den Menschen ranführen, die haben wir in Deutschland noch gar nicht. Und ich würde gerne mit den Tarifparteien darüber reden, was sie da denn wollen und würde das fachlich begleiten. Ich sage offen, da gibt es im Moment nicht den Stein der Weisen. Ein Element würden die Gewerkschaften dann einbringen, das ist das Angebotsobligatorium von Frau Kerschbaumer. Das ist ein Element, das kann man denken, ja, also das von dir genannte eben, das kann man denken. Ein anderes, das man denken kann, sind Opting-out-Strukturen. Ein anderes, das man denken kann, ist Entscheidungssituationen gesetzlich oder tarifvertraglich herbeiführen. Es gibt eine Palette. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass wir darüber überhaupt nur eine rationale Kommunikation haben. Weil ich weiß, dass das nicht einfach am Reißbrett oder in einer Runde wie hier so designt werden kann. Da stecken komplexe Sachen dahinter und sehr viele Interessen. Und das würde ich mir wünschen. Dann kommen wir da weiter. Kurz noch dazu. Ich würde mir wünschen, dass wir eine differenzierte Diskussion haben, gerade im Hinblick darauf, wer derzeit nicht einbezogen ist in die Systeme, dass wir versuchen, sozial gerechte und angemessen finanzierbare für beide Teile Lösungen zu finden für diese Branchen, für diese Personengruppen, die nicht drin sind. Das glaube ich, das ist die schwierigste Aufgabe von allen, die einzubeziehen. Ich weiß nicht, ich denke da darüber nach, ob ich die Schweiz richtig im Kopf habe, die ja sonst immer herhalten muss im Rahmen der AHV, der ersten Säule. Die haben ja auch eine schicke zweite Säule, also in deinem Sinne schick. Ja. Ich meine, 17% werden dort Arbeitgeber, Arbeitnehmer paritätisch finanziert, einbezahlt und zwar verpflichtend. Wenn man sonst mal auf die erste Säule schaut, ich weiß nicht, ob das denkbar wäre, in Deutschland so eine Kapitalansammlung überhaupt herzustellen, aber da gibt es eine Verpflichtung der Arbeitgeber in der Schweiz, die Hälfte zu zahlen in ein obligatorisches Betriebsrentensystem. Da sollte man auch mal drüber nachdenken, da funktioniert es ja auch. Wir sollten über all das nachdenken. Ja, genau. Und wenn wir dann über alles nachgedacht haben, kommen wir möglicherweise zu dem Schluss, warum macht man das Ganze, die ganze Veranstaltung nicht mehr in der ersten Säule? Das ist dann, wenn man darüber nachgedacht hat, kommt man automatisch zu diesem Schluss und da muss man dann auch drüber nachdenken. Ja, das kann man. Genau. Durch kein Dogma. Ja, also erstmal vielen Dank. Stefan Fassauer, mein Name von der DRV Berlin-Brandenburg. Ich bin mit Herrn Karch jetzt wieder Helikopter geflogen und wir haben wieder ein paar Sumpfgebiete entdeckt und schwieriges Gelände und hochkompliziertes Gelände. Und Sie haben am Anfang auch gesagt, unser Problem sind die kleinen mittelständischen Unternehmen unter 1000 Mitarbeitern. Dort gibt es so gut wie keine BAV. Das hat Frau Kerschbaumer schon dargestellt und ich glaube, das kann man schon. Also wenn ich die Metallrente richtig lese, dann stelle ich es durchaus auch fest, dass es auch so steht. Und wir stellen das bei uns in der Region durchaus auch fest, dass das genau das Problem ist. Wenn wir die Modelle nehmen würden von Frau Kerschbaumer, ich würde sagen Siemens, Chemiebranche, Metallbereich, die werden weiter ihre alles haben. Das glaube ich, das wäre gar nicht die Frage. Deswegen muss ich sagen, es wird ja schon viel nachgedacht seit 10 Jahren. Und das Problem ist noch genau das Gleiche. Ich war damals mit dabei bei der Riester-Reform, bei allen Anhörungen. Es war genau das Gleiche wie heute. Die kleinen mittelständischen Unternehmen, wie bringen wir die dazu? Und wenn ich jetzt es richtig verstanden habe, Herr Karch, alles von Ihren Überlegungen, die Tarif und so weiter zu machen, würde das Problem doch nicht lösen. Wie kriegen wir die kleinen mittelständischen, nicht gebundenen, muss man tatsächlich sagen, gerade hier, wenn Sie ein bisschen Berliner Umfeld fahren, wie kriegen wir die dazu? Es gibt ja Mittel, nicht tarifgebundene Unternehmen in tarifvertragliche Normen einzubeziehen. Eine Möglichkeit. Ich zähle nur Instrumente auf. Ja, also eine Allgemeinverbindlichkeitserklärung würde nicht tarifgebundene einbeziehen. Es gibt Branchen, die das machen. Muss trotzdem noch mal zurück zur Diagnose, damit wir uns da nicht missverstehen. Ich sehe jetzt wirklich zwei Trends. In der klassischen der arbeitgeberfinanzierten Betriebsrente, da haben wir dieses Groß-Klein-Gefälle. Da haben wir halt oberhalb von 1000 hat praktisch jedes Unternehmen, bekommt der Arbeitnehmer irgendeine Betriebsrente. Häufig sehr kleine, deswegen sage ich, die reichen nicht, um die Lücke auszuschalten, um die Lücke auszugleichen. In der, ich nenne es jetzt mal neuen Arbeitnehmer- oder mischfinanzierten betrieblichen Altersversorgung. Die ist ja entweder arbeitnehmerfinanzierte Entgeltumwandlung oder mit Beiträgen Arbeitgeber mischfinanziert. In dieser neuen Form ist die
der dominante Trend nicht das Größengefälle, darauf ist mir wichtig hinzuweisen, sondern ein Sektorengefälle. Da habe ich Branchen, bei denen stellt das kein Problem mehr dar, und ich habe Branchen, bei denen die Verbreitung sehr, sehr gering ist, und zwar weil, Judith Kerschbaumer hat es gesagt, und zwar weil es auch Branchen gibt, wo wenig Geld da reingesteckt worden ist und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer so wenig verdienen, dass sie aus Eigenmitteln da gar nicht rein können. Diese Eintrittsschwellen muss man senken, sonst bekommt man diese Branchen nicht, und man muss mit diesen Branchen diskutieren. Hier nur das Groß-Klein-Betriebsthema zu diskutieren, kann gewissermaßen in die Irre führen. So, also das heißt, es ist nicht so, dass wir keine Instrumente haben, aber ich sage das ganz offen, es hat gar keinen Sinn, da vorbeizuschauen. Jeder von Ihnen, der auf diesem Feld tätig ist, weiß, dass er durch ein Gebiet, erlauben Sie mir eine Plakative, vermintes Gelände geht. Ja, wir fliegen mit dem Helikopter über einen Wald von gefährlichen Sümpfen. Da ist viel schönes buntes Laub, aber da sind einige Sümpfe. Wenn man dort absteigt, kommt man nicht mehr hoch. Und die müssen wir verorten. Und was mir fehlt, ist die rationale Debatte darum, da sage ich jetzt allerdings auch ganz deutlich, da hat die Politik in den letzten Jahren, außer dass sie sich mal bedient hat durch das Gesundheitsmodernisierungsgesetz mit der Vollverbeitragung von Leistungen, hat die Politik in den letzten Jahren relativ wenig getan. Und das würde ich gerne nochmal initiieren. Und ich sage auch voraus, einfach da eine Gesetzesvorlage vom BMAS. Wir haben doch gesehen, was aus dem Regierungsdialog Rente geworden ist von Frau von der Leyen, den wir in einigen wichtigen Punkten, jetzt sage ich wir ABA, Arbeitsgemeinschaft, Betriebliche, also so, den wir unterstützt haben. Ja, noch nicht einmal die Beseitigung des Fehlanreizes der Anrechnung von Betriebsrenten auf die Grundsicherung ist durchgekommen. Nichts ist durchgekommen. Ministervorbehalt hat es gegeben von Herrn Rössler. Das ist doch der Ort, wo wir stehen. Also wäre es mir viel wichtiger, in Prozedere und Prozess zu denken und zu sagen, lassen Sie uns ein paar Eckpunkte definieren und darüber Debatte initiieren, weil wir kommen aus diesem Thema sonst nicht raus. Wir setzen in einem der reichsten Länder der Erde ein wichtiges Sozialsystem in den Sand und schaffen keine nachhaltige Situation. Aber darüber brauchen wir eine aufgeklärte Debatte, und die haben wir im Moment nicht. Sonst basteln wir zu sehr an Kleinkram rum. Entschuldigung, ich muss das so sagen. Ja, ich habe auch ein paar Punkte. Wolfgang Schröder aus Brandenburg vom dortigen Arbeitsministerium. Ich fange mal an mit dem Gesamtbild und der Facette, die man dabei auch stark berücksichtigen soll, ist die regionale Komponente. Das ist ja von Judith auch am Beispiel der Zahlen herausgearbeitet worden, was die Anwartschaften betrifft. Wenn man die Versorgungssituation der Älteren sich anschaut, da ist das ja viel dramatischer. Da haben wir in Westdeutschland die Situation 75% über die erste Säule, 25% zweite und dritte Säule, in Ostdeutschland etwa 97% erste Säule, 3% über zweite und dritte Säule. Das ist kombiniert mit dem Faktor Größe, das ist kombiniert mit Frauenbeschäftigung, Niedriglohnsektor. Da wären natürlich außerordentliche Initiativen notwendig, um hier überhaupt sowas wie ansatzweise Entwicklungen zu schaffen, die erstmal in Richtung Westdeutschland gehen. Da waren ja die Unterschiede jetzt auch bei den Anwartschaften waren auch wieder sehr deutlich. Zweiter Punkt ist, gibt es denn einen Konsens in der Frage, dass die Rentenversicherungsbeiträge bei der Sozialversicherungsfreiheit, dass die wieder zurückgenommen werden sollten zwischen euch beiden? Ist das eine denkbare Kompromisslösung? Ist nicht, ne? Wir reden noch drüber. Also ich würde davor warnen, wie gesagt, an einer Schraube zu drehen, und an den anderen Schrauben dann nichts zu tun, damit kippe ich das Thema. Und den einen Satz, Wolfgang, ich glaube, du wolltest noch was, aber den einen Satz würde ich zu Judith gerne sagen. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt gar keine Einwände, dein Beispiel war das Schweizer System, wenn ein solches paritätisches System dann in der ersten Säule wieder landet, dann ist das, sage ich jetzt, dann machen wir immer noch in den tarifvertraglichen Versorgungswerken, werden wir immer noch etwas tun und einen guten Beitrag leisten können. Ja, die gesetzliche Rente wird wieder das Einkommensquelle Nummer 1 sein,
Und die Betriebsrente wird wieder zurück sein, dort, wo sie herkommt, nämlich ein Personalführungsinstrument mit ein bisschen Mitarbeiterbindung und vielleicht eher ein Soziotop-Dasein führen. Ich sage nur, das kann man alles denken. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist Träumerei. Da sind wir nicht mehr, da sind wir in der ganzen Welt nicht mehr und da werden wir in Deutschland auch nicht mehr hinkommen. Wer das in Politik formulieren will, dem wünsche ich einfach nur Glück, sonst nichts. Gut, wir sind ja in der Glückswoche, aber trotzdem, das wird vermutlich zu wenig sein, um damit weiterzukommen. Wenn man sich die Lage anschaut, ist es ja nach wie vor so, dass die erste Säule maßgeblich ist, und zwar unabhängig von Ost und West, wenngleich in unterschiedlichen Ausprägungen. Was neu hinzugekommen ist, ist ja die Verantwortung der Sozialpartner für diese Form der zusätzlich ergänzenden Finanzierung in Richtung Lebensstandardsicherung. Wenn man sich das anschaut, ist das ja auch gedacht gewesen als eine riesige Chance für die Sozialpartner, ihre angeschlagenen Systeme zu restabilisieren. Wenn man sich die Entwicklung seit 2003 anschaut, ist das ja nur in sehr begrenztem Maße geschehen. Man hat so ein bisschen den Eindruck, die haben da teilweise ihre Versorgungswerke, sind auch an festlichen Anlässen ganz zufrieden, dass man darauf hinweisen kann. In der Alltagswelt spielt es nur eine sehr untergeordnete Rolle. Und in der Tarifpolitik, die ja dann eine entscheidende Quelle wäre, um dieses System der sektoralen ergänzenden Finanzierung über Branchenfonds voranzubringen, ist es doch angesichts der Lohnentwicklung der letzten 10 Jahre so, dass man jeweils kapituliert hat und der Barlohnforderung ganz klar den Vorrang gegeben hat. Also meines Wissens gibt es doch keine Tarifrunde, in der ein Beitrag für die flächendeckende Unterstützung in diesem Bereich gelungen ist. Also müsste da nicht doch auch mal eine stärkere Kampagne, eine stärkere Orientierung möglich sein, weil das ja, wenn man das System jetzt ernst nimmt und nicht laufend so tut, als könnte man immer wieder zurück in die erste Säule und da alles regeln, dann müsste ja hier ein Konsens der Tarifpartner geschaffen werden. Die nächsten beiden Tarifrunden werden wir 20% des Ergebnisses für die BAV zur Verfügung stellen. Gibt es diese Debatten und ist das realistisch oder ist das eine vollkommen herbeigezogene Option? Und dann will ich abschließend noch eine Anmerkung machen. Ist nicht dieses Instrument der BAV als Instrument der Personalführung wieder stärker in den Bereich greifbarer Realität gekommen durch den Fachkräftemangel? Dass man sagt, also durch den Fachkräftemangel müssen wir ja nicht nur gelegentlich mal was anbieten, sondern das wäre ja eigentlich die strukturelle Grundlage, um dieses Instrument dann auch flächendeckend einzusetzen. Nochmal ganz kurz zu der ersten Frage, die du aufgeworfen hast. Ich meine, zu spüren oder ab und zu durchzuhören, dass eine Lösung möglich ist beim Thema sozialversicherungsfreie Entgeltumwandlung. Ich sehe es momentan nicht so, dass alle darauf verharren, dass das System so weitergeht, sondern dass sich durchaus Gedanken gemacht wird in verschiedenen Grundsatzpapieren, verschiedener Parteien, Institutionen, dass man davon abrückt und zugunsten einer Verbeitragung, ob man das jetzt in der gesetzlichen Rentenversicherung macht, das wäre eine Variante, oder ob man eine verpflichtende Weitergabe konstruiert, ob dann in die gesetzliche oder betriebliche, die zwei Varianten gibt es ja auch noch, das, ich sag mal, da ist die Musik, also da ist viel Raum noch. Aber ich glaube, da tut sich schon ein bisschen was. Ich glaube, das ganz große Problem ist, da, wo es wenig zu verteilen gibt, im unteren Einkommensbereich, im Niedriglohnbereich, da kann ich, ich sag mal, als Sozialpolitiker hergehen zu unseren Tarifpolitikern, kann sagen, 20% bitte in BAV. Dann sagen die, Kollegin sitzt hinter dir, die schüttelt den Kopf und sagt, nee, weil wir brauchen, erstmal haben wir keine 20%, zweitens, das bisschen, was wir haben, brauchen wir für Reallohnerhöhungen. Und da bleibt für betriebliche und für vorgezogener Ruhestand und für dies, ich meine, das ist ja nicht nur das eine, und für Ausbildungspakt und ganz viele verschiedene Sachen, bleibt nichts übrig. Und da komme ich, ich sag mal, da komme ich nicht dran mit den Tarifverträgen. Da, wo, also wo ich eh schon ganz unten bin, da geht nichts mehr. Freiwillig. Auch mit aller Anstrengung der Tarifvertragsparteien, das funktioniert nicht. Und deswegen muss man überlegen, ob man da gesetzlich rangeht.
dass man die Anreize, von denen du ja richtigerweise sprichst, wollen wir alle, dass man die gesetzlich verpflichtend normiert. Was anderes, meine ich, geht in den unteren Bereichen überhaupt nicht. Und deswegen auch diese Anstrengung zu schauen, wo kommt das Geld her? Und es kann nicht, das haben wir jetzt ja viele Jahre gemacht, immer zulasten der Sozialversicherung, egal aus welcher Säule wir es nehmen. Ob wir es mal aus der Rente nehmen, ob wir dann sagen, dann ist jemand auf die clevere Idee gekommen und hat, ich sag mal, den Deckel dicht gemacht hin in der Auszahlungsphase, er hat gesagt, da volle Verbeitragung. Ob man da jetzt hergeht, sagt, nee, hinten machen wir wieder ein bisschen Luft, damit da mehr rauskommt, wieder zulasten der Sozialversicherung. Das ist ja, ich sag mal, wie so ein Hütchenspiel. Also was ist gerade unterm Hütchen, also welche Sozialversicherung? Das finde ich, da muss jetzt mal Schluss sein, weil das ist nicht ehrlich. Oh. Ich finde. Subventionierung von Unternehmen und die wird permanent dann weitergetrieben, ja, bis zur Rente, BAV wird nicht gezahlt und, ja. Und also ich meine, irgendwo finde ich, gibt es auch eine moralische Verantwortung auch von Unternehmen, auch die Beschäftigten, jetzt kann man sehr moralisierend das alles auch machen, aber auch eine Form von dass ein Auskommen ein Arbeitsleben ist, vorhin wurde gesagt, gute Rente, ja, dieser Begriff hat mir gut gefallen, ja. Darüber wird überhaupt nicht nachgedacht. Und auch die Frage Tarifvertragsparteien, ja wunderbar, was sollen die denn eigentlich noch alles regeln, ja? Also, die Tarifvertragsparteien sollen politische Schlechterungen oder Verschlechterungen permanent ausgleichen. Leute, das geht irgendwann nicht mehr. Ja? Wir reden heute über BAV, finde ich wunderbar, sollte man machen, war früher immer als Ergänzung noch mit dabei, kein Thema. Morgen bin ich bei einer Veranstaltung, gehe zum Zeitwertkonten, ja? Weil es gibt ja keine Altersteilzeit mehr. Ja? Die war auch früher, sozusagen haben die Arbeitgeber die ja da auch mitfinanziert. Ist ein ganz anderes System. Zeitwertkonten, flexibler Ausstieg sollen auch die Beschäftigten zahlen. Das ist eine rein arbeitnehmerfinanzierte Angelegenheit. BAV wird immer mehr zur rein arbeitnehmerfinanzierten Angelegenheit. Können wir alles über Lohnrunden machen? Klar, geht dann letztendlich aber auch vom Einkommen ab. Ja? Weil die Verteilungsmasse ist nur einmal gegeben. Und wenn wir uns, du hast es selber, oder Sie haben es vorhin selber gesagt, wenn man sich die Nettolohnentwicklung mal der letzten 10, 15 Jahre anguckt, die ist nicht gerade sehr mit Zuwächsen gesegnet gewesen. Ja? Und Gewerkschaften, denke ich, ist ein Teil der Tarifvertragsparteien. Ja? Also die Forderungen der Gewerkschaften sind ja nicht wenig, aber letztendlich gehören immer zwei unter einen Tarifvertrag. Und da, finde ich, ist die Verantwortung, oder das geht immer mehr zurück und die Unternehmen wollen da auch nichts mehr machen. Und jetzt noch ein Punkt nochmal zur gesetzlichen Regelung. Bin ich auch nicht immer eine Befürworterin gewesen. Mittlerweile werde ich immer mehr dazu, weil freiwillige Verpflichtungen kennen wir unter anderem, hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun, Quote in Vorständen von Frauen, ja, 2001 kennen wir freiwillige Verpflichtung, hilft überhaupt nichts, ja. Also ich finde, wir müssen da auch gesetzliche Regelungen her. Danke. Bei Ihrem vorgestellten Modell würde doch interessieren, nur ist bislang mir zu kurz gekommen, wo denn der nennenswerte Beitrag der Arbeitgeber sein wird, wenn es zu einer von Ihnen favorisierten Regelung kommen soll. Ich würde das gerne den Tarifparteien überlassen. Ich, also jetzt verstehen Sie auch einfach mal, welche, ich habe zwei Parteien. Ich bin sozusagen ein Tool von zwei Sozialpartnern. Denen kann ich immer sagen, Ihr Sozialpartner, da ist ein Problem. Modellvorstellungen habe ich gesagt. Aber ich würde gerne noch mal auf das Thema niedriger Einkommen nur mit einem Satz kommen, der lautet,
mit nicht existenzsichernden Einkommen schaffe ich keine existenzsichernden Renten. Und in diesem Bereich muss ich einfach eine untere Haltelinie schaffen, auch Äquivalenzprinzip hin oder her. Wir werden jedes Jahr oder jedes zweite Jahr angezählt von der OECD, weil wir im unteren Einkommensbereich eine ganz miese Lohnersatzquote haben. Wir kommen aus diesem Dilemma nicht raus, wenn wir keine untere Haltelinie schaffen. Wenn wir gleichzeitig zusätzliche Systeme aufbauen können, dürfen wir die nicht so bauen, dass die von dieser unteren Haltelinie, wie es jetzt bei der Grundsicherung ist, wieder weggerechnet werden, dann schaffe ich einen Fehlanreiz, wo ich jedem Menschen sein Sparen auch noch entwerte und derjenige, der dann etwas hat, dann ist höchstens der, der über Provision da etwas verkauft hat und später wird das dem Menschen weggerechnet. Das ist, halte ich für eine blanke Katastrophe und es gibt eine große Dunkelziffer von Riester-Renten in diesem Einkommensbereich, in dem 30% der Riester-Renten liegen, wo wir das zu erwarten haben. Wir wissen nur noch nicht, wie viel wir da zu erwarten haben. Meines Wissens, soweit ich es beobachten kann, hat das noch keiner analysiert. Wie viel sind da Ehegattenverträge, Nullverträge und wie viel sind Verträge von Niedrigverdienern, wo man jetzt schon weiß, denen wird das genommen und derjenige, der was davon hat, war der Vermittler, der es verkauft hat. Das ist ein meines Erachtens skandalöser Zustand, den müssen wir ändern. Das kann die Betriebsrente alleine nicht heben, das sehe ich genauso. Jetzt würde ich aber die beiden Trends, Wolfgang, die du angesprochen hast, nochmal versuchen zusammenzuführen. Ich glaube nämlich in der Tat, dass die Situation günstiger ist, als sie vor einigen Jahren war. Wir haben tatsächlich das Thema, dass Betriebsrente bei vielen Arbeitgebern im Personalmanagement, wie man sagt, wieder stärker in den Blickpunkt gerückt ist, dass es wachsend Arbeitgeber gibt, die sagen, die Betriebsrente ist neben dem Barlohn unser wichtigster Entgeltbestandteil, den wir haben. Die erzeugt Vertrauen und die Leute fragen danach. Und dann kommt der Arbeitsmarktaspekt, ja, dass es Fachkräftemangel in einigen Branchen gibt. Das halte ich für einen ganz spannenden Trend, den man nutzen muss. Und jetzt komme ich dann nochmal zu den Tarifparteien. Du hast ja gefragt, gibt es Chancen, dass die Tarifparteien etwas abzweigen? Ich sage jetzt nicht 20%, ich sage hier ehrlich, was habe ich schon versucht mit Excel-Tabellen mal über 10 Jahre was auszurechnen, wie viel müsste aus einer Lohnerhöhung ausgekoppelt werden, damit da mal was Anständiges draus wird. Also natürlich jeder, der sowas macht wie ich, rechnet da ein bisschen in Schubladen rein und lässt das mal in Schubladen liegen und guckt mal, ob jemand fragt, was hast du denn in der Schublade? Das ist klar, das ist ganz normales Geschäft. Ich sage, die Tarifparteien haben einen zunehmenden Legitimationsnotwendigkeit, ihrer eigenen Tarifpolitik auf diesem Sektor etwas zu machen. Und da kommen Sie und sagen, was soll die Tarifpolitik noch alles machen? Ich selbst komme ja aus der Tarifpolitik. Ich habe darüber sogar auch mal was geschrieben, was so eine funktionale Überlastung sein kann. Aber auf der anderen Seite steht, wenn der Sozialstaat da etwas zurückfährt und es liegen lässt, dann kommt die Tarifpolitik trotzdem in die Situation zu fragen, was machen wir damit? Denn die Aufgabe von Tarifpolitik in unserem System ist Regulierung und Aushandlung von sogenannten Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen. Wenn die vom Sozialstaat verschlechtert werden, kommt die Tarifpolitik an der Frage nicht vorbei, was sie damit macht. Und ich erlebe das ganz praktisch in Metallunternehmen, wo zunehmend Betriebsräte sagen, wir können das alles schön diskutieren und wir müssen die gesetzliche Rente wieder hochfahren im Niveau. Aber wenn das nicht passiert, dann müssen wir, das sagen ja Metaller dann so salopp, dann müssen wir jetzt mal gucken, was wir für unsere Kumpels machen. Weil die fragen uns, was macht ihr denn? Und da kommen wir nicht raus. Ja, ich Peter Selin von der Böll-Stiftung. Ich habe da mal eine Frage, genau in dem Zusammenhang. Also hier in der Böll-Stiftung gibt es auch eine Betriebsrente, ist 1% vom Brutto. Das heißt, das ist ein sehr niedriges Niveau. Das heißt, ich möchte Ihnen die Frage stellen, ja, das ist jetzt ja, weil die zweite und dritte Säule ein Äquivalent sein soll zur Absenkung der gesetzlichen Rente. So, wenn dieser Zug weiterfährt, Richtung 2030, Richtung 43%, dann will ich auch mal eine Auskunft von Ihnen haben, welches Niveau vom Brutto muss denn mindestens die betriebliche Altersvorsorge
haben, dass man sie als gesellschaftspolitisch adäquat bezeichnen kann, wenn diese Züge fahren. Also, wenn Sie mir gestatten, antworte ich gerne drauf, aber natürlich in den Grenzen, in denen man sich mit Faustformeln bewegt. Zu Beginn der Reform wurde ja gesagt, 4% des Vorjahreseinkommens plus 2% privat oder umgekehrt, damit kann man die Rentenlücke auf längere Sicht füllen und landet sozusagen auf dem Niveau. Und so kam es auch zu der 4%-Grenze der Beitragsbemessungsgrenze. Heute sagen viele Experten, und jetzt gestehen, ich kann das gar nicht nachrechnen, das rechnen Mathematiker im Moment aus, bei dem derzeitigen Zinsniveau liegt man irgendwo zwischen 6% und 8% des Einkommens und darüber, das eingestellt werden müsste, um ein angemessenes Rentenniveau herzustellen. Da kommt man schon an Fördergrenzen heran, aber das ist im Moment eine Realität. Deswegen habe ich eingangs auch gesagt, wir haben im Moment auch in unseren Aufsichtsregeln das Problem, dass wir nicht zinsrobust sind. Und da müssen wir dran schrauben, sonst bekommen wir das Problem nicht in den Griff. Aber das sind Faustformeln, die ich mal so sagen kann. Das, also für den unteren Einkommensbereich kann man dann gleich überlegen, ob man die Sache lässt. Weil 6% bis 8%, ist, ich sage mal, das ist sowas von unrealistisch, das geht überhaupt nicht. Und deswegen eine Frage jetzt mehr an dich. Also ich weiß, du bist kein Arbeitgebervertreter, aber insgesamt eine Frage. Die Idee, die auch in dem Böll-Gutachten drin war, beim Thema Vorsorge muss sich lohnen, die nicht an oder Freibeträge bei der Grundsicherung einzustellen für gesetzlich, betrieblich, privat. Da zu überlegen, ob man da nicht mal was tut. Das wäre doch, ich sage mal, zumindest im unteren Einkommensbereich ein Weg, um mehr Akzeptanz zu schaffen oder um zumindest Anreize zu vermitteln. Weil vorher, also bevor ich das nicht tue, brauche ich gar nicht anfangen, im unteren Einkommensbereich tariflich irgendwas zu machen. Ja. Also da eine, ich sage mal, konzertierte Aktion, so ein Modell umzusetzen, dass man sich nochmal genau anschauen muss. Aber Gehört in den Topf, gehört in den Topf. Ich wollte noch was ergänzen zu der Frage Vorsorgeaufwand, den man betreiben muss, um das Gesamtversorgungsniveau zu halten, sagen. Mein Name ist Katrin Mohr, ich bin Referentin bei der Linken im Bundestag für Rentenpolitik zuständig. Und man muss nur die offiziellen Annahmen mal zugrunde legen, also die im Alterssicherungsbericht getroffen werden. Was wäre nötig, damit man das Gesamtversorgungsniveau hält? Das sind einerseits die 4% brutto, die man riestern soll, und es sind darüber hinaus 2,8%, die man noch in eine andere Art der Altersvorsorge eben privat oder betrieblich dann stecken soll. Also fast 7% sind es, die man nach jetzigem Stand, also politischer Erwartungshaltung sozusagen, ansparen müsste, zusätzlich zu dem, was man in die Rentenversicherung einzahlt. Jetzt haben wir gesehen, also Riester zahlt man alleine, kriegt einen staatlichen Zuschuss. Betriebsrente geht ganz stark hin zu einer alleinigen oder Mischfinanzierung. Arbeitnehmer starker Fokus da auf der Finanzierung. Wenn man jetzt überlegen würde, man würde diese 7% paritätisch finanzieren und würde es eben über die erste Säule machen, die Beschäftigten würden alle mal besser damit fahren und man könnte eben das Gesamtversorgungsniveau lebensstandardsichernd in der ersten Säule halten. Das will ich nochmal zu bedenken geben. Und mich würde empirisch auch nochmal interessieren, weil vorhin gesagt wurde, diese Mischfinanzierung Arbeitgeber, Arbeitnehmer bei 39%. Was weiß man denn darüber, wie dort finanziert wird? Also paritätisch, ein Drittel, zwei Drittel, was ist da die Empirie dazu, was in diesem Segment überhaupt los ist? Also weil dann müsste man sich das ja mal genauer angucken und sagen, da müssen wir dann eben auch wieder zu einer paritätischen Finanzierung kommen, wenn wir eben nicht dahin zurückkommen, das sehe ich ein bisschen anders, Herr Karch, meines Erachtens muss es dahin wieder gehen, aber eben angenommen, es würde nicht funktionieren, dann müsste man sich ganz klar darüber unterhalten, dass in dem Bereich dann wieder eine Verteilung vorherrscht, wo eben die Arbeitgeber entsprechend beteiligt sind. Wenn ich das jetzt zum Schluss recht betrachte, sind wir an den Punkt gekommen, wo jedes weitere Maßnahme in einem Muddling Through dazu führen wird, dass Wechsel- und Nebenwirkungen an anderen Bereichen gezeitigt werden, die das jeweils unmöglich machen und der große Entwurf auch noch nicht so im Raume steht. Deshalb würde ich zum Schluss einfach Frage an Sie stellen, wenn Sie jetzt sich an die Stelle der Regierung setzten,
Welche 3, 4 Maßnahmen im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge hielten Sie für dringlich und für machbar? Also zuerst würde ich mal diesen allgemeinen Satz, der momentan in den Papieren steht, zu verbessern, konkretisieren. Arbeitgeberobligatorium ist das eine. Das Thema Portabilität in gewisser Weise, weil das auch wichtig ist. Dann das Thema Nichtanrechnung oder teilweise Nichtanrechnung bei der Grundsicherung ist ganz wichtig für den unteren Einkommensbereich. Und dann natürlich das Thema verpflichtende Einbeziehung der Arbeitgeber. Also ich glaube, die Arbeitgeber mit einzubeziehen ist, also wenn ich jetzt so eine Rangliste machen würde, würde das bei mir ganz weit oben stehen. Herr Karch? Wir haben eine Schnittmenge, Judith. Ja. ich würde wie am Bereich der Grundsicherung erwähnt, Fehlanreize ausschalten, die den Arbeitnehmern etwas Angespartes wieder nehmen. Ich würde zweitens unbedingt Wert drauf legen, die derzeitige Brutto Förderung nach diesem sogenannten Nummer 63 Einkommenssteuergesetz, die würde ich gravierend verändern. Im Moment haben wir da einen Verdrängungseffekt zwischen Arbeitgeberbeitrag und Arbeitnehmerbeitrag. Das muss meines Erachtens ganz gravierend wichtig überarbeitet werden. Das lässt sich auch machen, ohne dass das für den Steuergesetzgeber ein fiskalisches Himmelsfahrtskommando werden würde. Ich würde drittens in der Tat sagen, bitte, und jetzt sage ich das wieder etwas ergebnisoffener, das muss man mir hier vielleicht, wird man mir hier vielleicht konzedieren, ich würde als Regierung sagen, Tarifparteien, Arbeitgeber an den Tisch, wo können wir euch unterstützen, damit ihr das Thema endlich umfassend in die Hand nehmt, denn ihr habt damals bei dem Gesetz, bei dem Betriebsrentengesetz neu im Paragraph 17.5 einen Öffnungsklausel für die Tarifparteien gewollt. Bitte füllt sie aus und einigt euch und sagt uns wie. Und dann würde ich als viertes vom Gesetzgeber eine ganz, ganz gravierende verbreitungspolitische Initiative starten. Diese 4 Maßnahmen würde ich machen. Gut. Schnittmenge dabei. Ja. Die war so groß, da kann sogar eine Koalition draus werden. Wir machen es. Danke.